Hey, da sind wir wieder und hier ist unsere etwas nass gewordene Loot Chest. Auch sehr, sehr spät heute. Also von der Uhrzeit her sehr, sehr spät. Ist Emmy aber auch die letzten paar Wochen, Monate haben wir jetzt einen anderen DHL-Fahrer. Und sonst kam bei uns das Paket hier mal an, also bei mir, um zwischen 8 und 9. Jetzt haben wir 1:30 oder 2. Also, puh, das wird immer später. Aber gut, besser so als gar nicht. Wollen wir uns mal nicht so beschweren. Ja, und hab schon. Ja, kann man ein bisschen länger schlafen. Ich habe auch schon gelesen in der Loot Chest Gruppe bei Facebook, dass die Box richtig gut sein soll. Natürlich ist das wie immer Geschmackssache. Warten wir mal ab. So, ich hole mal das T-Shirt raus. Es muss ein T-Shirt sein. Ein schwarzes. Die Begeisterung, ein schwarzes. Ja, ich meine, ich habe gerade auch ein schwarzes, aber ein bisschen Farbe kann, ist ja auch nicht schlecht. So, was haben wir denn hier? This is the way. Von The Mandalorian. Ganz genau. Er hat schon alles vorweggenommen. Das ist cool. Mandalorian, das Cover ist cool, das kann man auch so und so nehmen. Das gefällt mir. Das ist eigentlich ein ganz schickes T-Shirt. So was würde ich tragen in der Öffentlichkeit. The way. Kann man machen. Mandalorian habe ich übrigens noch gar nicht zu Ende geguckt, weil mich hat's irgendwann nicht mehr so wirklich gereizt. Keine Ahnung, ich weiß bei Folge. Kein Schlag mich tot, ich weiß es nicht. 6 oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ja. Und dann, die nächste, ich hatte eigentlich dann keine große Lust mehr gehabt, obwohl es eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Na egal. Ich warte ganz gespannt darauf, dass endlich mal wieder Folgen kommen. Da muss ja wieder produziert werden. Genau. Weiter geht's. Ich fand's halt nicht so doll. Was haben wir hier? Ein Trinkglas Marvel. Ein Trinkglas Glas von Marvel, okay. Ja. So, packen wir mal aus. Also ich habe eben noch gesagt, als ich die Spülmaschine ausgeräumt habe, ich habe viel zu viele Gläser. Ich habe bei mir Gläser im Schrank, die seit 10 Jahren keiner rausgeholt hat, weil die halt ganz hinten stehen und ich brauche es nicht. Okay, Marvel-Glas, naja, ist halt ein Glas, wo halt ein rotes, wo Marvel draufsteht, ist jetzt nichts Besonderes. Kann man oder machen. So. Jo, ist okay. Ist größer als normales Glas, hat nämlich 300 Milliliter, keine 250. Ja, gut, ob das jetzt so ein ausschlaggebender Grund für... Ist geil. So, was haben wir hier? Hier unten ist noch was Größeres. Hier ist noch was Kleineres. Da ist eine Süßigkeit. Hol die Süßigkeit. Nee, ich hol das nicht. Ich hol jetzt erstmal das hier raus. Und das haben wir hier? Etwas von Resident Evil. A Set of 4 Metal Coasters. Sind das Untersetzer? Untersetzer würde ich das auch sagen. Weil Coasters hatten wir schon mal den Begriff und wir wussten es nicht. Ich kenne Rollercoaster. Ja. Aber das hat damit nichts zu tun. Nice, komm noch. Denkst du? Ich gehe mal von aus zumindest. Denk nicht, dass du hier deine eigene Achterbahn so bauen darfst. Oh, das habe ich schon aufgerissen. Ist egal. Jetzt komm raus. Ja, Untersetzer. Benutzt irgendjemand wirklich Untersetzer? Statt als ich meinen Wohnzimmertisch neu hatte, den Couchtisch. Da hatte ich eine ganze Zeit lang Untersetzer benutzt. Und jetzt dann nicht mehr. Dann nicht mehr. Sobald du den ersten Tellerrand, den ersten Wasserrand da drauf hast, machst du nichts mehr. Ja, das hier sind, kannst du mal ein bisschen nach vorne halten. Dann haben wir halt einmal mit der Umbrella, das Zeichen der Umbrella Corporation. Dann noch einmal. Und dann halt von den Raccoon Police Department. Das haben wir, ja. Naja, auch zweimal. Kannst du ja mal so zeigen, vielleicht vorne. Kann man machen. Gut, warum nicht? Mein Untersetzer ist jetzt nichts Falsches. Ob man es dann nutzt oder nicht, ist ja dann jedem selber überlassen. Ich tue es halt nicht so unbedingt benutzen, aber. Boah. Ist ein nettes Item, ich meine, sowas ist halt auch nicht oft drin. Ist besser als die tausendste Tasse oder noch ein Schal oder noch ein Käppi oder sonst was. Also ich finde ein Glas auch besser als eine Tasse. Ja, ein Glas, ja, doch, das schon. Weil ich benutze wesentlich öfter ein Glas als eine Tasse. Okay, weiter geht's. Ich will die Süßigkeit finden. Die war da oben, ja, aber was ganz Kleines war das. Ach. Was haben wir hier? Ein Center Shock? Nee. Nein, Magic Stone. Ein Magic Stone. Ist glutenfrei. Geil. Wow. Ich will probieren. So, dann probier es. Ich bin der Fettsack, bei uns hat man nichts gegessen. Was haben wir hier? Hier ist. Oh, ich hatte als eigentlich, dass das hier das Spoiler-Heftchen wäre. Aber ist es gar nicht. Ist irgendwas von Star Wars auch. Und hinten steht schon. Das ist ein Sticker-Book. Ich wollte gerade Album sagen, aber das ist nur ein. Was heißt nur? Es ist ein Sticker-Book. Okay. Mm, voll lecker, das ist ein Kaugummi. Ja, riecht auch richtig scheiße, ey. Genau, voll lecker. Na? Jo, was soll ich jetzt sagen? Das sind halt Sticker halt von der neuen Trilogie, ganz offensichtlich. Hier mal Rey und den Finn. Und da ist noch Captain Phasma. Und was haben wir denn hier noch alles? Jetzt gucken wir auf alles durch. Hier haben wir Kylo Ren. Ja, den halt. Und noch ein viertes. Oder sogar noch ein fünftes, keine Ahnung.
Nee, noch ein Finsters Wasser. Und dann haben wir das dann hier noch mit Poe Dameron und BB-8 und C3PO. Ja gut, Sticker. Ich würde die Sticker davon nicht benutzen. Ich weiß noch gar nicht, ob ich die verschenken werde an irgendwen oder einfach nur zur Seite legen. Keine Ahnung, weil ich habe keine Verwendung für Sticker so halt, weil wohin damit? Ja, ich bin keine 12 Jahre alt mehr. Ich habe kein Poesiealbum, wo ich Sticker reinkleben kann. Ich habe letztes Jahr meine ganze Tür mit Stickern beklebt. Ich bin 16. Ja, ich bin aber auch 34 und keine 16. So. Ja, ich habe das auch nur aus Trotz gemacht, weil es mir früher verboten wurde. Also habe ich 100 Sticker bestellt für 15 Euro, habe die auf meine Tür geklebt. Das kommentieren wir jetzt mal nicht, ja. Sticker-Album Star Wars ist nett, Gott. Also, ich glaube, wenn man Kinder hat oder so, kann man das bestimmt super gut benutzen für auf die Brotdose oder ins Gesicht zu kleben. Was weiß ich dann, was man mit Kindern macht. Ich habe keine Karte. Darf ich dir einen Sticker auf deine Glatze geben? Nein, darfst du nicht. Weiter geht's hier im Text. Seht ihr im nächsten Video. Da ist noch jemand Großes drin. Hält das so? Weiß ich nicht. Oh. Ne? Ist noch was Großes. So, hier ein Puzzle. Super Mario Bros. Puzzle. Plus Poster. Vom Motiv. In Originalkurs. Wo ich mich dann immer frage, wer puzzelt das noch? Gab's jetzt mit. Jetzt muss ich gerade überlegen, aber war nicht die letzte Lootchest Ultimate? Die ist auch noch gar nicht so lange her. War das nicht eine Nintendo oder Mario? Ich glaube, Zelda Puzzle war das. Was man hatte. Nee, aber die letzte Ultimate, die jetzt vor ein paar Wochen erst rauskam. Keine Ahnung. Und es gibt schon wieder, also wenn das so ist, und dann gibt's schon wieder was von Super Mario. Ich meine, was halt schön ist, oder was irgendwie cool ist halt so. Es ist das ganz alte Mario. Ja? Das hat dann ein bisschen Charme, warum nicht? Aber ich werde es uns verrecken, nicht puzzeln. Ich puzzle nicht. Ich finde Puzzle blöd. Man packt das Ding aus und ist kaputt. Ja? Und ich habe es auch nicht mal selber kaputt gemacht. Warum soll ich das dann so reparieren? Da ist ein Poster dabei. Häng das Poster und auf. Und es ist ein Poster dabei mit demselben Motiv. Richtig. Ja? Also wenn ich das Motiv geil finde, dann puzzle ich den Scheiß nicht, sondern häng mir einfach das Poster auf. Das ist so eine Sache, wenn ich mal irgendwann nochmal auf einen Flohmarkt gehe, dann kommt das da mit für 1 Euro oder sowas. Nee, das ist so. Weil, nö, ich puzzle nicht. Da weigere ich mich auch. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch was drin haben. Ja, wir haben noch eine kleine Leseprobe. Und dann haben wir noch unser Spoiler-Heftchen. Na, es kommt doch schon raus hier. Ein Spoiler-Heftchen Zauberwelten. Das ist aber, das scheint mit diesem... Eine Leseprobe. Du hast gerade gesagt, ein Spoiler-Heftchen. Nee, das ist die Leseprobe. Aber da ist mal was anderes. Weil das ist was, gewinne. Was gewinnen. Das ist eine Karte. Jeder Code einen Pilz gewinnen. Shakes and Fidget, das ist auch dieses Online-Spiel. Dann gab es auch früher Comics, Webcomics. Irgendwie jetzt nicht mehr. Das ist mal was anderes, weil sonst ist immer so die Leseprobe wirklich halt so, naja, so ein was zu lesen. Aber das hier ist ja eigentlich schon wieder falsch, wenn ich sage, dass das eine Leseprobe ist, weil das ist eine Zeitschrift. Ja? Zauberwelten, eine Zeitschrift, früher 2020. Ich kenne das jetzt nicht, aber da scheint was zu sein, was ich heute Abend mit auf die Arbeit nehme und dann lesen werde. Ja? Er wird von Final Fantasy VII von und das dem, nennt der Arbeiten. Ich werde für Anwesenheit bezahlt, nicht für Leistung. Traurig genug. Nee, super. Wenn wir bei uns auf der Arbeit für Leistung bezahlt werden, müssten an vielen Tagen Leute noch Geld mitbringen. Ja? Das ist so. Okay, kann man hier von irgendwelchen Brettspielen und so was alles. Dann da scheint ein Film zu sein. Oder eine The Innocent Margus Bridge heißt das, glaube ich. So wird das ausgesprochen. Okay. Oh, mit einem Kochrezept noch drin. Das Queenies, kochen wir. Queenie Goldsteins Strudel. Nein, ich hatte, glaube ich, jetzt in diesen Loot Chats oder so schon irgendwie zweimal so ein Rezeptbuch. Ich habe zweimal gesagt, oh, das kochen wir daraus und machen wir ein Video. Ich habe nichts gemacht. Das überhaupt koche ich auf meinem Kanal. Ich werde niemals nochmal behaupten, ich werde irgendwas nachkochen, nachbacken, weil das ist gelogen auf offensichtlich. Dann, wie gesagt, bring das mit wieder und Weltenwerk, dann koche ich das auf meinem Kanal. Weltenwerke, was? Konvent 2020, da schien eine Messe gewesen. Also das hier, diese ganze Zeitschrift, die trifft ja voll so mein Nerd-Nerv so ein bisschen. Rollenspiel für Azubis, ja, warum nicht? Cool. Familie Groll. Das Witcher-Setting zieht uns natürlich am meisten an. Okay? Also das ist schon cool, diese Zeitschrift. Und ich glaube, da werde ich auch Spaß dran haben, die mir durchzulesen. Ja, halt mal kurz was. Aber dann war es das jetzt ja auch wirklich.
Also es ist keine schlechte Loot-Chest, auf gar keinen Fall. Aber es ist auch nicht so der Oberhammer, wie man halt bei manchen Kommentaren gelesen hat. Aber es ist besser als die letzte, meine ich. Kannst du diesen Code eigentlich gebrauchen? Also zockst du das oder so? Nö. Ansonsten halt es doch in die Kamera. Das sind mehrere Codes, gell, oder? Moment. Ja. Ansonsten halt es doch in die Kamera. Halt du das in die Kamera. Ich muss sitzen. Weil dann die Leute wenigstens. Also wenn ihr wer von euch Shakes and Fidget spielt, jetzt kommen hier, jetzt! Zwei Codes. Warum schreie ich denn überhaupt so ein Blödsinn, ja? Und ja, komm, so, die können auf Stopp drücken. Du musst jetzt nicht fünf Minuten lang den scheiß Code da reinhalten. Fokussiert was. Oh, dann drück doch einfach auf den Bildschirm drauf, dann fokussiert er an die Stelle, wo du drauf drückst. Dann drück doch auf den Bildschirm drauf. So. Ja, mach doch. So, jetzt habe ich ja hier immer, wie immer, die Luchas Plus und ich würde so spontan sagen, das hier ist der Plus-Artikel. Ich muss jetzt schon sagen, die Süßigkeit gefällt mir am besten. Teamvorstellung, die Astrid diesmal, die ist im Marketing. Okay, was macht man eigentlich so im Marketing? Werbung. Okay. Die kleben aber heute zusammen. Was ist denn da los? So, hatten wir jetzt erstmal einmal das T-Shirt. Oh, guck mal hier, der Plus-Artikel ist doch nicht das Puzzle. Das ist ganz mal drin gewesen. Dann haben wir die Untersetzer. Ja, dann die Untersetzer. Einmal das Marvel Class. Da schien es auch nur das eine Class gegeben zu haben. Nicht mehr. Stimmt, gab ja noch ein T-Shirt. Okay, ich muss meine Entscheidung ändern. Das T-Shirt ist das Coolste. Okay. Ja, dann diese Leseprobe, die war wie, oder die Zeitschrift in diesem Fall, wie immer gratis drin. Die Süßigkeiten sind auch gratis drin. Und der Plus-Artikel, ganz offensichtlich dann die Resident Evil Untersetzer. Okay. Also, ich fand es jetzt nicht schlecht. Es war keine schlechte Box. Als aber auch nicht die allerbeste der ganzen Welt. Aber das macht ja nichts. Muss es ja auch nicht sein. Ich fand's so gut. Ja, das ist eine sehr solide Box. Ich habe noch heute Abend für auf die Arbeit was zu lesen. Luft. Kann man machen. Ja. Wie findest du's? Ich find's so cool. Er findet's so cool. Findet ihr die auch cool? Schreib's mal in die Kommentare rein. Aber guck mal. Ja. Das passt so wunderbar, ne? Kannst direkt Untersetzer für dein Glas. Wow. Fällt mir gerade erst auf. Ja, das ist mir auch nicht aufgefallen. Das ist allerdings richtig. Ja, aber nee, das ist schon deswegen wahr. Muss man die Plus bestellen. Ja, deswegen, ja. Damit du Untersetzer direkt beim Glas dabei bekommst. Ich hab die Plus, die... Ach, jetzt lass mich bitte nicht lügen. Ich glaube, ich hab da die Luchas eh im Jahresabo. Ja. Das ist die eh prinzipiell schon mal am günstigsten. Also wenn ihr die monatlich habt, ist die teurer, als wenn ihr halt 6 Monate schon im Voraus bezahlt oder halt für ein ganzes Jahr, so wie ich. Und ich glaube, bei mir kostet dann dieser Plus-Artikel in der Jahresbox, ich glaube, gerade mal 5 Euro mehr. Mhm. Ja? Gut, und man jetzt sagt, ja, hier, geile Sache, 5 Euro. Aber es sind ja auch andere Sachen drin, ich hatte ja schon mehr als genug, wo ich sagte, wow, das ist aber cool. Ja, und auch bestimmt schon Sachen gehabt, die ich hier wo hingestellt habe, aber hier ist immer noch so viel Kram. Ich weiß bei uns direkt nicht, was jetzt hier von wirklich Neues, was aus der Luchas ist und was halt irgendwoher anders kommt, keine Ahnung. Ich warte immer noch drauf, dass endlich wieder eine Cappy da drin ist. Damit ich die dir wegnehme. Ich trage keine Cappy. Ja, aber ich. Ja, nee, ich brauch das nicht. Aber ich. Ja, dann kauf dir welche. Nee. Ja, dann. Ich warte, bis du wieder welche bekommst. So ein Schmarotzer. Ja, natürlich. Aber was anderes, hat einer von euch Last of Us 2 gespielt? Wie kommst du von Schmarotzer da drauf? Weiß ich nicht. Einfach so. Ich hab's jetzt gespielt und wieder zurückgegeben, aber erst nachdem ich es halt gespielt hatte, weil GameStop hatten dann eine Aktion, ich hab's genutzt. Ich fand's cool, eigentlich. Eine sehr unpopuläre Meinung, wie ich mitbekommen habe. Natürlich nicht so gut wie der erste Teil, aber ich fand ihn toll. Und ohne zu spoilern, kann man sagen, auch wenn du deine Rache kriegst, kannst du alles verlieren. Das ist die Grundessenz des Spiels. Keine Ahnung, hab keine Playstation, ich kann sie spielen. Da kannst du ja Let's Plays gucken, heißt so, ne? Ja. Keine Ahnung. Ich mach das nicht. Vielleicht mal irgendwann. Ich guck mir zurzeit keine mehr an. Ich mache zurzeit keine, ich habe keine Lust gerade. Auf YouTube. Er ist beschäftigt, weil er sein Büro neu tapeziert. Das dauert endlich 5000 Jahre. Ich tapeziere das neu, ich tue da neue Lampen rein, ich tue die Decke streichen, ich streiche die Wand und die Heizung wird ausgetauscht, der Heizkörper. Immer diese Ausreden, das ist dann für ihn auch noch eine Ausrede, nicht ins Fitnessstudio gehen zu können. Egal, ja. Das war's jetzt wieder. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das findet. Wie findet ihr Last of Us 2? Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in irgendeinem der nächsten Videos wieder. Ich habe noch keine Ahnung, was es wird. Ich hoffe, es wird nicht die nächste Loot Chest, sondern dass mir dann in der Zwischenzeit noch irgendwas anderes einfällt. Aber du kannst ja mal kochen. Ich weiß nicht. Ja, ich könnte mal kochen, aber ich kann nicht. Du hast so viele Kochbücher und Rezepte. Ich habe wirklich viele Kochbücher. Ich bin dafür, du machst jetzt jeden Sonntag ein Kochvideo.
Boah, das wird anstrengend. Das wollen wir mal erstmal hier an dieser Stelle nicht sprechen. Schauen wir erstmal. Ja, ich sag's mal, macht's gut und bis dann. Tschüss. Ciao.